Zuerst kommt doch das Gas und dann die Moral. Wie die heiligen drei Könige pilgern Europas Eliten vom geriatrischen Abendstern aus den USA geleitet ins Morgenland der Scharia, werfen sich in den Wüstensand vor Ehrerbietung, pardonieren die Menschenrechtsverbrechen und die in diesen Ländern vorherrschende Todesstrafe vergessen die Tatsache, dass ausgerechnet diese neuen Sehnsuchtsnationen des unbegrenzten Öls die Terroranschläge finanzierten. Die freitäglichen Steinigungen sind vergessen, wie die rituellen Hinrichtungen von Homosexuellen, Regimegegnern, Journalisten oder Menschenrechtsaktivisten. Das Medienvertreter in dunklen Wüstenkellern, darum interessiert uns nicht mehr. Dass keine Wahlen stattfinden, ebenso wenig. Und dass Frauen keine Rechte haben, schert nicht einmal über den radikalen Arm der FeministInnen, die GrünInnen, denn das Binnen-I ist am wichtigsten. Die hüllen sich in Burka und machen den Hofknicks vor dem Patriarchat des Nahen Ostens, um sich vom Gas und Öl des Moskauer Despoten unabhängig zu machen, werfen wir uns an den Hals der Durban-Terroristen. Man könne doch Europas Bürgern nicht zumuten, dass an den Heizkörpern das Blut der Unschuld Opfer des Ukraine-Krieges klebt. Deswegen klebt in Zukunft das Blut der Opfer der Scheichs an unseren Gasthermen. Also kaufen wir das Öl und das Gas in Katar, liefern unsere Euros bei den Scheichs brav ab. Die kaufen damit Waffen und Bomben in den USA ein, malträtieren ihr eigenes Volk und das eine oder andere Attentat in unseren Breiten geht sich auch noch aus. Alle moralischen Grundsätze werden dabei über Bord geworfen. Denn der Feind meines Feindes ist mein Freund und der Zweck heiligt bekanntlich alle Mittel. Und zuerst kommt doch das Gas und dann die Moral, könnte man die Sinnstiftung der Reisen in den Nahen Osten von Habeck über Nehammer abwärts zusammenfassen. Es gibt also gute Diktaturen und schlechte Diktaturen, denn auch das Leid der Geknechteten ist relativierbar. Es kommt nämlich nicht darauf an, wer einem den Kopf abhackt und weniger, sondern auf die Tatsache der Kopflosigkeit. Europas Medien jubeln angesichts der Heldentaten, das Establishment klopft sich auf die Schultern. Nur der Bürger, der wird wieder verarscht und fühlt sich vom Regen in die Traufe versetzt.